Bluttransfusion kommt es auf die Zahl der roten Blutkörperchen, auf den Hb-Wert an. Denn der rote Blutfarbstoff Hämoglobin gewährleistet den Sauerstofftransport im Blut. Ein Mangel an Sauerstoff führt rasch zu einem Funktionsabfall im Gehirn, dem Herzen und der Muskulatur. Derzeit kann der Hb-Wert nur in groben Messbereichen eingegrenzt, aber nicht exakt gemessen werden. Aktuell ist die gängige Praxis, wenn ein Patient Bluttransfusion benötigt, dass eher zwei als eine Konserve verabreicht wird, weil einfach auf der Konserve nicht genau draufsteht, was drin ist. Allerdings setzt die mangelnde Kenntnis Patienten unnötigen Infektionsrisiken aus und schränkt die Möglichkeiten der gezielten Therapie ein. Der LMTB-Blutbeutelsensor ist erstmals in der Lage, den Hb-Wert einer Blutkonserve optisch exakt zu bestimmen, ohne die steril verschlossene Blutkonserve zu beschädigen. Das optische Verfahren, das wir entwickelt haben, misst direkt an der sterilen Blutkonserve. Es ist eine Transmissionsmessung mit Licht, die durchgeführt wird. Das heißt, der Beutel wird auf einer Seite mit Licht beleuchtet und auf der Rückseite des Beutels wird dann die Lichtschwächung gemessen. Weltweit werden jährlich ca. 100 Millionen Blutspenden pro Jahr abgegeben. Bedarf steigend. Uns trifft in zweierlei Weise die demografische Entwicklung. Auf der einen Seite kommen die Jungen nicht nach und die Älteren werden älter. Das heißt, das Aufkommen an Blut wird weniger, ja, weil auch weniger Menschen spenden können. Und auf der anderen Seite wird der Bedarf höher, weil die Menschen auch älter werden. Von dem her ist diese neue Technologie auch ein Weg, um dieser Diskrepanz auch zu begegnen, weil wir sparsamer mit Blut umgehen können und insgesamt, sage ich mal, so ein aktuelles Level eigentlich halten können. Schätzungen gehen davon aus, dass mit dem Einsatz des LMTB-Blutbeutelsensors jede dritte Blutkonserve eingespart werden kann.